Oh Gott. Natürlich. Gleich die großen Brocken. So. Den haben wir schon mal. Ah. Und hier hinten fliegen schon die Fetzen. Yeah. Und hier nochmal. Und wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Wie wär's mit dir? Und bitte sehr. Yo. Oh. Moment. Der kriegt hier noch ein paar Granaten. Muss man sagen, diese kleinen Raketen sind gar nicht mal so schlecht. So, einmal bitte sehr. Und hier noch eins. Was haben wir denn hier eigentlich? Ja, das ist Hast. Damit komme ich wesentlich schneller von A nach B. Zack. Hey, irgendwie hänge ich gerade. Lass nun hier mal rum. Okay. Okay, und den haue ich mal so weg, damit ich die Lebensenergie kriege. Jo. Haha. Und was bist du denn für einer? Du siehst anders aus als die anderen. Ich weiß aber nicht warum. Was warst du denn? Ich habe keine Ahnung, was es gerade war. Ich kann ein Miniboss gewesen sein, aber andersrum. Soll mir egal sein. Besiegt ist besiegt. Natürlich nehme ich jetzt den restlichen Munitionsvorrat noch mit, damit ich alles habe, was geht. Genauso wie hier die Lebensenergie, die nehmen wir noch mit. Und ich drück mal auf die Tastatur. Aha. Sicherheitsfeld deaktiviert. Na toll. Klingt nicht gut. Egal. Ich gehe dann mal raus. Nehme das Schild mit und habe hier ein Geheimnis gefunden. Eine Runenprüfung. Schalte mit dem schweren Sturmgewehr alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Bewegung ist nur 3 Sekunden lang nach einem Kill möglich. Na toll. Ich versuch's mal. Okay, dann geht's mal los. Das wird jetzt ein Fest. Nicht schlecht, ich kann. Oh Gott, mein Aiming ist ja jetzt hier gerade wieder mal super. Was? Wo? Okay. Wo haben wir hier noch einen? Ah, verdammt, ich wollte nicht runterfallen. Ja, soweit ist gut. Da. Okay. Wo sind die anderen? Okay. Soweit, so gut.
Okay. Da haben wir noch. Oh, hier kommen noch zwei. Und, schaffen wir es? Ja. Runenprüfung beendet. Blutbetrieben. Du bewegst dich kurzzeitig schneller, nachdem du einen Glory Kill erzielt hast. Das ist ja nett. Na toll. Schon wieder so eine komische Prüfung. Aber wenigstens habe ich sie bestanden. War ja auch klar. Was mich als Spieler allerdings dazu bringt, mal zu gucken, was kann ich denn hier so schönes mal upgraden. Ja, das nehmen wir. Zielerfassung schneller, das brauche ich definitiv. Das ist ohne zu Frage ganz, ganz nützlich. Hier kann ich momentan noch nichts, weil wir ganz einfach noch nichts als Punkt haben. Es fehlt noch einer. Dann kann ich auch hier der Strahl verfügt jetzt über einen verheerenden Trefferbereich um sich herum. Auch cool. Und die Aufladezeit des Strahls ist reduziert. Das nehmen wir definitiv, wenn wir dann drei Punkte haben. Also mit dem nächsten Waffenpunkt werde ich da auch noch ein bisschen was upgraden. Die Rüstung ist bisher noch nicht wirklich upgrade-fähig. Jetzt gucken wir mal. Was tötet 50? Ach, guck mal, hier, Ansauger habe ich. Das ist verbessert. Das ist gut. Das klappt hervorragend. Na gut, dann lassen wir es bei dem Munitionsboost. Obwohl natürlich hier Glorike ist natürlich auch schön. Töte 50 Dämonen während des Geschwindigkeitsboosts. Na gut, das mache ich aber nicht. Töte 30 Dämonen, was? Während du in der Luft bist, das wird auch nichts. Und benutze 30 aus. Das könnte was werden. Das würde dann die Effektivität erhöhen. Ich könnte ja auch mal das nehmen. Ganz ehrlich. Machen wir mal das. Was war das gerade? Hä? Hier steht doch Ansauger verbessert. Wieso? Dann machen wir das so. Ich mach's jetzt erstmal so. Genau. Okay. Na, dann werde ich mal. Wo muss ich denn hin? Von da bin ich gekommen. Hier geht die Tür nicht auf. Na toll. Sackgasse. So wie immer. Wo muss ich lang? Das ist aber wirklich eine gute Frage, wo ich jetzt lang muss. Aus dem ganz einfachen Grunde, war das hier nur wegen dem Bereich oder was? Ist ja denkbar, dass hier nur die Runenprüfung sein sollte. Ich guck mal kurz auf die Karte. Es sieht ein wenig danach aus, dass es hier die Runenprüfung gab. Denn ich muss jetzt... Wo muss ich denn hin nach Karte? Hinter mir? Nee. Doch, da unten. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt, aber naja, egal. Andersherum? Ah, hier geht's weiter. Das hätte man mir auch sagen können. Ja! So, einmal weiter und hier noch die Kettensägen, die ich nicht brauche. Bin schon voll geladen. Und was ist das für ein Geräusch? So. Okay. Huch. Ich soll nach da unten. Können wir mal hier rüber balancieren. Und was haben wir denn da? Hallo. Yeah. Super. Endlich. Gut, Gesundheit kann ich nicht mehr. Ich könnte Munition nehmen. Oder Rüstung. Ich glaube, ich nehme heute mal einmal Rüstung. Munition habe ich zwar auch, aber Rüstung ist auch so ein Ding für sich. Ich frage mich gerade. Komme ich da rüber? Ja. Geht. Nur. Komm. Für dich, mein Freund.
Das war ja jetzt gerade fies. Mit denen habe ich nicht gerechnet. Muss ich jetzt mal so sagen, mit dem habe ich nicht gerechnet. Was? Ich wollte nicht hier hoch, ich wollte da runter. Uah. Na, wo sei... Ah. Luke Skywalker war mal hier drin. Ich erinnere mich genau, ich hab's im Kino gesehen. Nein, stimmt nicht, da war ich noch zu jung, aber im Fernsehen. Wo ist das Lichtschwert? Er hat das doch hier irgendwo verloren. Es wurde erst in Episode 7 wiedergefunden. Hat ein bisschen gedauert, aber ey, die sind auch nicht mehr die schnellsten. Gut. Und Han Solo stand auch mal unter so einem Ding. Wurde eingefroren. So ein Scheiß. Falsches Spiel und falscher Film. Ich frage mich allerdings gerade, wo es hier weitergeht. Ich glaube, hier komme ich hoch. Ja. Dann hier. Ah, Jump'n'Run in engen Räumen ist ja gar nicht meins. Noch weniger als Jump'n'Run in offenen Arealen. Ich frag mich aber... Oh Gott. Da war der Weg, okay. Dann hier hoffe ich. Wenigstens haben sie hier aufgeräumt und geputzt. Ist nicht so dreckig wie überall sonst. Schön hier. Ja, schön trifft es, aber trotzdem, ganz ehrlich, wo bin ich hier? Und wo bist du? Und wer bist du? Und wieso kommst du einfach so von oben? Du bist doch kein Alien. Weil das wäre auch ein anderes Spiel gewesen. Muss ich mal ehrlich sagen. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt noch nicht so richtig... Ventilator ein, aus. Ja, super. Aha. Also ich kann den ein- und ausschalten. Komm. Aus ist aus. Was bringt mir das? Ist eine gute Frage. Nee, Moment. Da. Oder muss der an sein? Wir probieren mal was. Es kann sein, dass der an sein muss. Ist ein Test. Wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich halt. Ah. Nein, wir sterben nicht. Denn wir haben den Weg gefunden. Hier geht es weiter. Genauso wie es hier weitergeht. Ich habe mir den Zugang zur Einrichtung verschafft. Genau da wollte ich hin. Und ich habe einen Kollegen gefunden. Hi. Danke. Das brauche ich. Eine Predoren-Marke. Genau das Ding, was ich gesucht habe. Ich weiß immer noch nicht, wofür die da sind. Gebe ich ja offen und ehrlich zu. Ich weiß es immer noch nicht hundertprozentig. Sie werden einen Sinn und Zweck haben, genauso wie es die Lebensenergie hier hat. Danke sehr. So, weiter geht's. Ja, komm her. Oh, komm. Auch du kriegst noch einen und hier für dich. Wie, das war schon? Das glaube ich Ihnen nicht. Oh. Ja. Ich befürchte, da muss ich gleich rein. Möchte ich da rein? Das ist so die andere Frage, ne? Wenn wir ehrlich sind, ich will was stampfen. Stampfen ist nicht gut. Hi! Ich bin hinter dir, mein Freund. Und nochmal ein paar Raketen. Zack, zack. Behalt die Säure bitte für dich. Ehrlich. Was soll denn das? Was macht der hier mit... Was macht der einen auf Säure? Na, hier, friss selbst deine Säure, wenn du die unbedingt magst. Okay. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgerufen. Na toll. In HF wurden bereits ein
einige technologische Durchbrüche erzielt. Die Entwicklung der BFG, Teleportation und kybernetische Augmentation. Ja, habt ihr toll gemacht, ganz ehrlich. Besonders die Durchbrüche in der Dämonologie, die finde ich immer noch hervorragend, wenn man sich die mal so auf der Zunge zergehen lässt. Das war wirklich hervorragende Arbeit, als ihr gesagt habt, wir lassen eine ganze Dämonenarmee mal durch. Und ich glaube, der Herr hat leider seinen Unterleib verloren. Ja, vielleicht finden wir ihn ja noch in einer anderen Ecke. Station gesperrt, da hat jemand sein Passwort eingegeben, damit ich nichts mehr machen kann. Auch nicht nett, ne? Schließlich muss ich doch hier die Dämoneninvasion beenden. Wie soll ich das machen, wenn ich nirgendwo rankomme? Ich frage mich, wieso, warum das als Waffe für eine bessere Zukunft. Brauchen wir nicht. Wir haben uns. Na, guck mal hier. So, so macht man das in der Zukunft. Man nimmt einfach ein bisschen gekonntes Treten und los geht's. Hier ist noch Munition. Testfeuer, Testfeuer? Ja, die Maschine funktioniert noch. Ich laufe mal zwischendrin durch. Ich weiß gar nicht, muss ich hier rein? Nee, ne? Nö. Ja, der Wegpunkt schickt mich woanders hin, aber ich fand das doch sehr interessant, wenn man mal hier reingeht. Genauso der andere. Es gibt noch einen zweiten Raum. Oh, hi, wer bist du denn? Na? Wolltest deinen Arbeitsplatz nicht verlassen, als die Dämonen kamen? Oder hast dich vorschriftsmäßig ergeben? BFG 2. Das theoretische Grundgerüst zur BFG 9000 entstand in der Forschungsabteilung des Komplexes für fortgeschrittene Forschung. Später erhielt das Konzept ein eigenes Budgetprogramm. Es entstand die BFG-Abteilung, die den Auftrag hatte, ein funktionierendes Design zu entwickeln. Es wurde seitdem mehrere Prototypen gebaut, sie gingen aber nie in Serienproduktion, da es zahlreiche Testunfälle und damit verbundene Verstrahlungen gab. Frühere Versionen der Waffen besaßen im Vergleich zur aktuellen Generation ein leicht unterschiedliches Energiemuster. Einige feuerten einzelne Argent-Sphären ab, die beim Aufprall eine tödliche Welle freisetzten. Andere erzeugten einen Argent-Laser, der alles durchdrang, was er traf. Der aktuelle Prototyp, die BFG 9000, verschießt Argent-Strahlen, die selbstständig Ziele suchen und diese bei lebendigem Leibe kochen. Tolle Waffe. Grandios. Wurdest du damit getroffen? Denn auch dir fehlt da so ein gewisser Körperteil. Alles unterhalb der Hüfte halt. Die Frage ist, wo kriege ich diese schicke Wäffchen denn her, was hier als Hinweis lag? Also, nicht, dass ich mich beschweren will, aber die Waffe klang doch jetzt sehr nett. Ja, komm, hier für euch. Und hier auch nochmal. Ja, ich höre noch einen. Und da ist er. So, sei ruhig. Störst hier nur die Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm. Also vor mir. Ja. Ne? Unser kleiner Soldat hier. Der rennt durch alles durch. Bis er auf Feinde trifft, die ihn überfordern. Oder mich. Oder wie auch immer. Ich glaube, ich muss in die Mitte des Raums. Gut, da war ich schon. Habe ich schon mitgenommen. Na gut. Es gibt nur noch einen Weg. Geh auf. Retina-Scan fehlgeschlagen, Zugang verweigert, gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Die habe ich schon 3 oder 4 Mal gefunden. Was soll der Scheiß? Lass mich rein. Retina-Scan fehlgeschlagen, Zugang verweigert, gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Ich rate mal, das liegt an meinem Helm. Teleportation und kybernetische Augmentation. Schließlich könnt ihr durch meinen Helm nicht so einfach hindurchgucken. Der hat ja ein Schutzvisier. Ja, hätte ich mal vorher dran denken sollen. Aber diese integrierte Sonnenblende da drin ist verdammt praktisch. Ups, was ist das? Applaus, Applaus, Applaus. Das war ja so cool. Weiter so. Ja, aber wo finde ich jetzt bitte eine gelbe Schlüsselkarte? Gibt es hier irgendwo eine, die ich übersehen habe?
Also normalerweise blinkt es und leuchtet es doch ganz groß und weiß ich nicht was. Netter Serverraum. Also die Klimaanlage funktioniert noch. Da muss man jetzt mal so sagen, alles geht hier noch. Da geht's nicht rein. Schade. In dem Raum war ja nichts, wenn ich mich recht erinnere. Ich gucke mich nochmal ganz langsam um. Bäh. So kann man das natürlich auch machen. Kann ich den guten Herrn jetzt vielleicht mal kurz... Oh, ist das hart. Ja, danke, Peters. Ich brauchte dich nur ganz kurz. Und was ist das? Scan-Vorgang. Nicht autorisiertes Personal bestätigt. Ja. Erfolge in 5, 4, 3, 2, 1. Was sollte denn das? Aktiviere Lasersicherheitssystem. Bitte wie? Leute? Muss das sein? Das ist ja hier wie beim Mission Impossible. Gott sei Dank bin ich hier an die Seite gesprungen. Ich wusste nicht, dass die von oben kommen. Aber wirklich, das erinnert mich hier wirklich gerade an Mission Impossible. Und ich hätte Peters doch mit reinnehmen sollen. Muss ich jetzt irgendwas machen? Und wenn... Was? Ah, Moment. Ich sehe es. Haben wir mal die kleine Waffe? Wir müssen wirklich die Einzelteile zerschießen. Na gut. Kann ein bisschen dauern. Mit dem Controller zieht es sich ja nicht ganz so genau. Also deswegen, es kann ein bisschen dauern, bis die Einzelteile zerstört sind. Ich bemühe mich aber, das Ganze so schnell wie möglich hinzukriegen. Und ich muss dann auch nochmal den Ort gleich wechseln. Oder auch nicht. Perfekt. Und was bist du für ein Schmuckestück? Danke. Was zum Autsch? Mann. Ah, die BG 9000. Oh, da steht was anderes als beim letzten Mal. Richtig geladen, isoliert und komprimiert können tödliche Stöße aus Argent-Energie in kontrollierter Weise abgegeben werden. Und das mit hoher Geschwindigkeit und potenzieller Energie als bei jeder konventionellen Waffe. Die Nutzbarmachung von Argent-Energie als Waffe führte zur Massenproduktion des Plasmagewehrs, aber die USC war überzeugt, dass noch mehr möglich war. Die BFG 9000 ist das Ergebnis dieser weiteren Forschung. Es existiert nur ein Prototyp der endgültigen Version und der befindet sich tief im Inneren des in der BFG-Abteilung, also genau da, wo wir gerade sind. Die Waffe feuert mehrere Strahlen aus Argent-Energie ab, die zu einem gewissen Grad zielsuchend sind. Die Strahlen richten sich automatisch auf Vorkommen von Argent aus, in der Regel Dämonen oder menschliche Testsubjekte, denen Argent-Sender eingepflanzt wurden. Trifft ein Strahl auf ein Ziel, setzt er seine gesamte gespeicherte Energie im Bruchteil einer Sekunde frei, sodass Blut und Fettgewebe des Ziels sofort verdampfen. Oft führt das zu einer spontanen Explosion des Ziels. Ja, das hatten wir ja hier schon. Teil 2 hatten wir schon gelesen. Und ist eine Waffe von extremer Durchschlagskraft, die durch Drücken von Y angewählt wird. Nutze sie, um deinen Gegner zu vernichten. Aha, also X ist die Kettensäge, Y ist die Fernkampfvariante davon. Und jetzt ist die Frage, wie ich hier wieder rauskomme. Yeah.
Ach du Scheiße. Das war... Entschuldigung. Dämonische Bedrohung auf Stufe... Aha. Es sind also einige entkommen. Und doch ist keiner mehr am Leben außer mir und Samuel und Olivia. Naja.